Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmaratomi. Heute am 1. Juni 2024 wieder aus meinem Sendestudio in Feuchheim bei regnerischem Wetter. Es wurde ja gestern für heute Nacht, also für letzte Nacht, hier der große Regen angekündigt, der Gott sei Dank ausblieb. Es sieht alles so, ja, alles relativ normal aus. Gestern machte ich ja so einen kleinen Kurzfilm, der leichte Regen vor dem großen Regen. Ja, es hat jetzt ein paar Mal ein bisschen geschüttet, aber hier sieht doch alles relativ entspannt aus. Aber das Wetter soll heute nicht das Thema unseres heutigen Films sein, sondern ich mache heute sozusagen Fortsetzungsfilm zum Thema Tipps und Infos für Einsteiger und Greenhorns zum Thema Briefmarken sammeln. Da hatte ich ja angekündigt, dass ich noch einen Film zum Thema Tipps und Infos für Einsteiger und Greenhorns zum Thema Briefe sammeln, als ein Spezialgebiet der Philatelie neben den Briefmarken machen möchte. Aber bevor wir damit loslegen mit diesen Einsteigerfilmen und dieser Einleitung in das Sammeln von Briefen mit den wichtigsten Sachen, die man dazu wissen muss, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmaratomi zu abonnieren, dazu den Abonnieren-Button anklicken. Und jetzt kommt es natürlich wieder, wenn ihr die Klingeling anklickt, dann bekommt ihr auch immer meine neuesten Filme mit. Aber jetzt wollen wir nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden, sondern gleich voll ins Thema Briefe sammeln einsteigen. Ja, das Sammeln von Briefen war ja lange Zeit in der Philatelie eher so ein Unterthema der Philatelie. Die richtigen Briefesammler gingen da richtig unter den Briefmarkensammlern. Die meisten Briefmarkensammler, gut, die sammeln für ihre Sammlung auch mal einen schönen Brief, der zum Beispiel eine schöne Briefmarkensammlung auflockern kann. Aber irgendwann zeigt es sich auch, dass das Briefesammeln für sich genommen ein sehr interessantes Gebiet ist. Und sehr, ja, wesentlich komplexer noch als das reine Sammeln von Briefmarken. Ich selbst muss sagen, ich bin auch noch so ein kleines Greenhorn bei dem Thema, aber ich kann euch zumindest mal so die Grundsachen zu dem Thema vermitteln. Warum ist das Briefesammeln eigentlich so interessant? Jeder Brief ist für sich genommen meist ein Unikat. Jeder Brief trägt einen speziellen Stempel mit einem speziellen Stempeldatum. Meistens steht da auch noch eine Uhrzeit dabei. Es gibt verschiedene Stempelformen. Gut, bei gestempelten Briefmarken hat man das auch. Aber man sieht natürlich die Stempel auf den Briefen schöner. Dann die Kombination der Briefmarken auf dem Brief. Und dann das Thema, wenn das portogerecht verschickt wurde, da gab es manchmal so ganz kurze Portozeiten nur. Und wenn jetzt so ein alter Brief, sagen wir mal, die können oft ein wirklich richtiges Unikat sein, so klassische Briefe, wenn die von Übersee nach Europa oder sonst wohin geschickt wurden, da gibt es manchmal nur so ganz wenige ähnliche Exemplare. Also genau genommen ist ein Brief ein Unikat und interessant ist natürlich auch noch, manche interessiert es auch, ob ein Brief an eine bestimmte Person, auf das Thema kommen wir dann auch noch zu sprechen, geschickt wurde und vielleicht auch noch von der berühmten Persönlichkeit, dann ist es natürlich auch noch interessant, wenn der Brief einen Inhalt hat. Aber jetzt gehen wir mal auf die wichtigsten Themen des Briefesammelns ein. Ich zeige euch auch dazu ein paar schöne Beispiele. Ihr wisst ja, ich rede hier in meinem Film immer frei. Ich habe hier kein Skript oder einen Prompter, Teleprompter und so weiter. Daher ist bei meinen Filmen auch nicht immer alles perfekt. Aber heute habe ich mir mal die wichtigsten Punkte zusammengeschrieben, dass ich nicht den Faden verliere und zudem nicht wichtige Sachen vielleicht dann noch bei meinem freien Vortrag vergesse. Ja, der erste Punkt ist, ich nehme hier auch mal einen Stift, dann kann ich es abhaken. Wir hatten das Thema, jeder Brief ist ein Unikat, das habe ich eigentlich schon angesprochen. Ja, was ist wichtig bei Briefen? Bei Briefen ist wichtig, dass die portogerecht frankiert sind. Oft wurden die auch mal bei Sammlerbriefen, die für Sammler gemacht sind, zu arg frankiert. Die zählen dann nicht im Briefekatalog. Die Werte zählen dann nur, wenn das wirklich portogerecht frankiert ist. Und es ist manchmal gar nicht so einfach,
festzustellen, ob jetzt was bordogerecht frankiert ist oder nicht. Ja, man erlebt es oft bei DDR-Briefen. Hier haben wir jetzt einen Bundbrief. Bund, Berlin-Marken sind hier frankiert, die für Sammler gemacht sind, dass die nicht bordogerecht frankiert wurden, sondern dass die überfrankiert wurden. In der DDR war es zum Beispiel, dass eine Methode, Briefmarken tauschen zu können, weil das war mit viel Bürokratie verbunden, da brauchte man so eine Tauschgenehmigung. Und dann gingen viele DDR-Sammler her und sagten, wenn sie mit der BRD tauschen, mit dem BRD-Sammler, die sagten, ich klebe dir schöne Marken auf den Brief und im Gegenzug schickst du mir auch wieder einen Brief, wo dann entsprechend schöne Marken draufgeklebt sind. Und hier haben wir zum Beispiel auch nicht einmal eine Anschrift. Also diese Karte ist auf alle Fälle überfrankiert und wurde auch nicht postalisch verschickt. Sieht aber trotzdem irgendwie schön aus und da sind auch so allerlei Sonderstempel drauf zu sehen. Ja, immer einen schönen Bundbrief mit einem Eckrand Viererblock mit der Mona Lisa aus den frühen 50er Jahren. Und nun stellt sich die Frage, wie ergibt sich der Wert eines Briefes? Er ergibt sich aus dem Briefmarken und hier ist schon mal ein schöner Viererblock, was schon mal toll ist. Auch dann von den Stempeln, von der Erhaltung des Briefes. Wenn so ein Brief jetzt zerrissen ist, hier haben wir leider schon einen kleinen Mangel, da ist da unten ein bisschen eingerissen, dann ist es eine Wertminderung. Und wie immer bei Sammelobjekten kann man sagen, Relevanz sind dann auch Erhaltung, Seltenheit und Nachfrage. Dann, welche Form von Frankierungen gibt es? Es gibt einmal die Einzelfrankatur. Ja, schauen wir uns vielleicht, ich nehme mal hier so einen Brief raus. Und da sieht man, da klebt nur eine Marke mit einem Wert drauf und das nennt man Einzelfrankatur. Und dafür gibt es im Michel-Briefe-Katalog eine spezielle Bewertung. Dann gibt es auch Mehrfachfrankaturen. Das haben wir hier bei diesem schon gezeigten Brief ist das der Fall. Da ist die gleiche Marke zweimal oder sogar noch öfters auf den Brief geklebt. Und in diesem Fall ist es auch eine Mehrfachfrankatur und keine Mischfrankatur. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, weil das hier so eine reine Steuermarke ist. Und eine Mischfrankatur hätten wir dann zum Beispiel bei diesem Brief hier. Da sind verschiedene Briefmarken mit verschiedenen Nominalen drauf geklebt. Und da haben wir gleich auch noch eine nächste Briefform. Hier haben wir einen Satzbrief und oft Satzbriefe, die sind oft nicht bordogerecht frankiert. Da geht es um den Satz, dass der komplette Satz auf dem Brief ist. Wenn das bordogerecht ist, ist es natürlich noch schöner. Erhöht dann entsprechend den Wert. Und hier haben wir auch wieder ja, bei dem Brief ein bisschen Mängel, da haben wir so Einrisse, das ist dann nicht ganz so schön. Ja, und wie berechnet man den Michelwert eines solchen Briefes, wenn das jetzt bordogerecht ist? Dann schaut man die Briefebewertung für Mischfrankatur nach, sagen wir mal, das wären 20 Euro. Und zwar, wenn diese Marke mit dabei ist bei der Mischfrankatur. Und dann rechnet man noch den jeweiligen Wert der gestempelten Einzelmarken mit dazu. Wenn das jetzt also zum Beispiel 20 wert ist und da die Einzelmarke 1, 2 und 3 Michel-Euro dann wert ist, dann ergibt sich ein Michel-Wert von insgesamt 26 Michel-Euro und dann kann man so einen ungefähren Handelswert errechnen. Aber es kommen oft noch viele weitere Faktoren mit dazu und es ist oft gar nicht so einfach, den eigentlichen Wert eines Briefes, also den richtigen Handelswert eines Briefes zu errechnen. Ja, und man kann sagen, dass Mehrfachfrankaturen meistens am meisten wert sind, Mischfrankaturen eher dann ein bisschen weniger und Einzelfrankaturen können oft mehr wert sein als eine Mischfrankatur. Hier hätten wir auch noch eine Buntfrankatur mit allen möglichen Farben. Das ist aber meistens nur bei klassischen Briefen interessant. Hier jetzt in dem Fall nicht so. Hier würde man eher sagen, ja, das ist ein schöner Satzbrief. Dann gibt es auch noch FDCs. Was sind FDCs? FDCs sind Briefe mit einem Ersttagsstempel, also Briefe, die am ersten Tag der jeweiligen Briefmarke herausgegeben wurden. Und jetzt muss ich mal schnell einen dazu suchen. Ja, jetzt musste ich gerade etwas suchen, um einen Ersttagsbrief zu entdecken. Hier haben wir einen Ersttagsbrief von der französischen
Kolonie oder Überseedepartement Neukaledonien vom 22. März 1989. Also die Briefmarke wurde am 22. März 1989 erst, gab es die erstmals an den Postschaltern zu kaufen, und an dem gleichen Tag wurde die hier auf diesen Brief aufgeklebt. Und das wurde gleich von der Post gemacht in diesem Fall. Das ist so ein mehr oder weniger ein offizieller Ersttagsbrief. Man kann aber auch, man findet auch immer wieder mal Briefe. Das hier ist jetzt zwar kein Ersttagsstempel, aber der wirklich dann am ersten Tag gelaufen ist und dann sogar im Bedarf lief. Das mir jetzt vielleicht auch beim Thema, welche, was für manche Sammler interessant ist. Einmal ist ein Brief ein Sammlerbrief, also für Sammler gemachter Brief. Da haben wir zum Beispiel hier einige. Da hatten Sammler sich schöne Briefe gemacht, schön zusammengestellt, dafür gesorgt, dass da schöne Stempel draufkommen. Oft dann noch Sonderstempel und dann hier noch so ein Luftpost mit drauf und hier noch Ausschnitte aus Magenheftchen. Aber der wurde nicht im Bedarf also auch, verwendet, sondern wirklich der Hintergrund waren hier Gedanken eines Sammlers. Während hier bei diesem Brief und auch bei dem unteren, da wurden diese Briefe für den Bedarf verschickt. Die sind nicht für Sammler gemacht. Sieht man hier ist sogar noch so ein roter Freistempler mit drauf, was vielleicht auch nochmal ein bisschen Besonderheit bei diesem Brief sein könnte. Und ja, da wurde das wirklich für den Bedarf gemacht. Und es gibt auch mal so Mischsachen, da dachte sich, das, der wurde vielleicht für den Bedarf gemacht. Dieser Luftpostbrief, da wollte jemand aber dann den Adressaten, der Absender den Adressaten eine Freude bereiten, und der hat ihn dann allerlei schöne Marken draufgeklebt. Also da gibt es auch so Mischsachen. Und es ist Geschmackssache, die einen Leute wollen nur Briefe, die wirklich richtig aus dem Bedarf kommen, und andere sammeln auch gern solche Sammlerbriefe wie dieser Herr hier. Also das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Neben den FDCs, also den Ersttagsbriefen, gibt es auch Ersttagsblätter, auch allerlei mögliche Sonderblätter und dergleichen, die ebenfalls mit Ersttagsstempeln abgestempelt sind. Und bei den Ersttagsblättern steht meistens auch noch so allerlei Informationen zu dem Magen mit dabei. Die sehen zwar schön aus, die Ersttagsblätter, aber gerade die Ersttagsblätter von Bund und Berlin, Ausnahme sind die ganz frühen Ersttagsblätter von Berlin, sind relativ unbeliebt, und die von der Eurozeit, die sind dann auch wieder eher gesucht, weil sie entsprechend seltener sind, aber aus dem Zeitraum 1974 bis, sagen wir mal, 2001 herum oder 2000 herum sind die Ersttagsblätter wirklich sehr billig momentan auf dem Markt. Der Markt wird immer noch damit überschwemmt. Aber wer sich an der Schönheit dieser Blätter erfreuen kann, der kann da ungemein günstig sich schnell eine tolle und große Sammlung zusammenstellen. Ja, neben Briefen gibt es natürlich auch noch Karten und Postkarten. Und Ansichtskarten, bei Ansichtskarten ist oft dann noch das Motiv sehr interessant, aber auch die Rückseite sollte man angucken, wie das Ganze frankiert ist. Hier wurde, das ist vielleicht nicht ganz so schön, aber schon wieder kurios, da wurde ein Eck von der Briefmarke umgeknickt und dann schön der Stempel draufgesetzt. Eine kleine Kuriosität. Und ja, hier sieht man zum Beispiel Berchtesgaden, und das ist aus dem Jahr 1903. Also sowas wird natürlich auch gesammelt. Und eine weitere Sonderform von Briefen und Karten sind die sogenannten Ganzsachen. Ganzsachen gibt es als Briefe, als Briefumschläge, aber auch als Karten. Und da ist aber die Besonderheit, ist, dass da der Wert mit auf der Karte, die postalische Marke sozusagen, mit aufgedruckt ist. Also da ist keine Briefmarke drauf, sondern da ist der Nominalwert gleich mit drauf gedruckt, und der wird dann genauso entwertet wie eine Briefmarke. Und oft sieht man das auch mal mit Zusatzmarken, die dann mit draufgeklebt sind. Das ist immer, wenn hier der Bottowert nicht ausreichte für den Versand. Dann musste halt noch zur Ergänzung des Bottowertes eine Marke mit draufgeklebt werden. Ja, dann gibt es natürlich auch Briefe ohne Briefmarken, und
da speziell die Vorfühlerbriefe, das sind Briefe aus der Zeit, bevor es Briefmarken gab. Das hier ist zum Beispiel ein Brief aus der Zeit der Französischen Revolution, wurde mit einem Grenoble-Stempel abgestempelt und wurde, ich kann das nicht ganz entziffern, nach Voiron oder irgendwo nach Frankreich wahrscheinlich verschickt. Hier kann man vielleicht noch einen weiteren sehen, hier ein Dieck, ja, da ist auch ein bisschen die Beschriftung schwer zu sehen. Und hier, der wurde zum Beispiel nach Paris geschickt. Das hier sind jetzt zum Beispiel alles Briefe so aus der Zeit der Französischen Revolution und kurz danach, also um 1800 herum, also 1792 so bis 1800 herum, sind diese Briefe verschickt worden. Hier haben wir auch nochmal, der ist zum Beispiel von 1792 nach Bordeaux geschickt worden. Sieht auch, die sehen auch oft optisch recht ansprechend aus. Kann man auch mal schauen, wie die Leute so früher geschrieben haben. Das sieht man hier, das ist kein Privatbrief, das ist ein geschäftlicher Brief, wohl mit einer Rechnung, die nach Bordeaux am 30. Juni 1792 verschickt wurde. Ja, als weitere Sonderform bei manchen Sammlern auch sehr beliebt, zum Beispiel bei Motivsammlern, und das wäre jetzt zum Beispiel was Schönes für Schmetterlingssammler, sind die Maximumkarten. Da sieht man neben der Briefmarke und den Stempel, der thematisch dazu passt, auch noch ein passendes Bild als Karte. Auch hier sieht man jetzt hier schön den Schmetterling mit dem Berlin-Stempel, das Ganze. Und das sind in der Regel auch Erstags-Stempel. Von Liechtenstein sind die auch recht beliebt. Kann man bei der Liechtensteiner Post auch direkt bestellen. Aber beim Wiederverkauf sollte man keine Wunder erwarten, wenn man das Ganze wiederverkaufen will, obwohl es doch wirklich so schön anzusehen ist. Aber dadurch hat man auch die Chance, sehr günstig an solche Maximumkarten heranzukommen. Ähnlich wie bei Erstagsblätter ist relativ viel auf dem Markt und das Ganze ist zudem auch noch sehr preiswert. Ja, ein weiteres Thema sind Nummisbriefe. Das hat dann postalisch schon ganz wenig zu tun. Sagen wir mal so, für den richtigen Postverkehr nicht. Das ist auch was praktisch für Sammler gemacht, um zum Beispiel das Sammeln von Münzen und Briefmarken schön zu kombinieren. Hier haben wir zum Beispiel einen Nummisbrief aus dem Jahr 1994 zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, 50-jähriges Jubiläum des Hitler-Attentats am 20.07.1944. Das Ganze mit dem Stempel 20.07.94 abgestempelt, also genau 50 Jahre nach dem leider misslungenen Hitler-Attentat. Und da ist eine 10 D-Mark-Münze mit drauf, eine Sonderprägung von 1994, ebenfalls mit der Inschrift Der deutsche Widerstand 1933 bis 45 und hier nochmal das Datum 20. Juli 1994 und hier rückseitig dann sieht man auch nochmal die Rückseite des 10 D-Mark-Stücks und dazu gibt es hier auch noch ein bisschen eine Erklärung zu lesen. Ja, dann gibt es noch viele Formen von Briefen, darunter verstehe ich zum Beispiel einen Standardbrief. Wo haben wir hier so einen Standardbrief? Ja, hier, das wäre jetzt eine Drucksache, das wäre dann weniger als ein Standardbrief. Der musste damals nur mit 4 Pfennig frankiert werden. Ein Normalbrief, glaube ich, zu dieser Zeit mit 10 oder 20 Pfennig, wahrscheinlich 20 Pfennig. Ich habe jetzt nicht die Bottos im Kopf. Ja, da wo, das ist ein Standardbrief. Und hier haben wir eine Karte praktisch, die ist mit 10 Pfennig frankiert. Also das sind alles Briefe jetzt von den frühen 50er Jahren. Und Drucksachen mussten anfangs nur mit, am Anfang der Bundesrepublik mit 4 Pfennig frankiert werden. Dann gibt es weitere Formen von Briefen. Ich schaue mal, ob ich hier, ja, zum Beispiel einen R-Brief, das sind Einschreibebriefe, hier wenn modern, schön mit dem Viererblock. Hier hat man auch noch eine Mehrfachfrankatur. Dann gibt es zum Beispiel auch Wertbriefe. Hier wurde was im Wert von 500 D-Mark verschickt, ist noch verschlossen, das wurde nur so gemacht, das ist jetzt von einem Sammler gemacht, dass das hier bottogerecht mit 3DM60 frankieren konnte, 11,5 Gramm. Das Botto hängt ja auch immer noch vom Gewicht und so weiter ab. Und hier sind da auch noch allerlei schöne Ankunftsstempel zu sehen. Und das Ganze wurde hier auch noch als Erstagsbrief verschickt. Weil hier haben wir auch noch einen Erstags
Stempel. Dann gibt es auch Luftpostbriefe, haben wir hier einen. Das kostete heutzutage, wird, wenn man was nach Übersee schickt, standardmäßig als mit Luftpost verschickt. Das verschickt man dann nicht mehr mit dem Schiff, weil das würde ja dann ewig lange dauern. Muss man nichts zusätzlich bezahlen, aber früher musste man dafür was zusätzlich bezahlen. Und ein beliebtes Sammlerthema sind auch die Zeppelin-Briefe, die damals mit der Zeppelin-Post verschickt wurde. Die sind meistens immer was wert. Dann gibt es noch so Muster- und Warensendungen und so weiter und so fort. Und auch Pakete. Ja, zu den Paketen gibt es meistens so Paketkarten. Hier haben wir zum Beispiel einen ganzen Schwung, die ich momentan in meinen Shop www.günstig.com mit UE geschrieben anbiete. Habe ich euch auch schon mal in einem anderen Film vorgestellt. Also hier sieht man auch nochmal, und die können durchaus ein bisschen was wert sein, weil die oft hohe Nominalen haben. Ja, wie immer ist natürlich das Thema Erhaltung ist eine wichtige Rolle, hat man ja schon. Hier haben wir, da ist wohl die Erhaltung mehr oder weniger perfekt, aber es gibt halt auch schlechter erhaltene Briefe. Ich schau mal, ob ich einen recht miserablen auf die Schnelle entdecke. Ja, hier habe ich einen Brief von Italienisch-Somaliland, den habe ich mir trotzdem gekrallt, weil die einfach nicht häufig vorkommen. Ein schöner Luftpostbrief und ich ja Kolonien sammel, aber der ist natürlich schlecht erhalten. Aber das ist halt auch, der ist aus dem Bedarf und hat halt einiges erlebt, wurde geklebt und so weiter. Oft sind es dann auch noch, wurden die dann noch zensiert. Gibt noch so Zensurbriefe aus Kriegszeiten, oft auch interessant. Die haben natürlich schon dann gewaltige Gebrauchsspuren. Auch der hier sieht natürlich nicht schön aus. Das ist aber trotzdem ein Stück Geschichte. Also da kann man auch mal ein bisschen ein Auge zudrücken, wenngleich natürlich sowas wertmindernd ist. Naja, und wie immer werden natürlich wertvolle alte Briefe auch gefälscht. Ich habe jetzt keinen zur Demonstration dazu. Das kann sehr vielfältig sein. Da kann der Stempel gefälscht sein. Da klebt man einfach noch eine Marke drauf, haut noch irgendeinen interessanten Stempel drauf, wenn man den vielleicht hat. Oder gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, werden auch öfters mal gefälschte Marken draufgeklebt. Ich habe jetzt hier zu Demo-Zwecken leider keinen gefälschten Brief zur Hand. Ich hätte irgendwo, kugelt bei mir einer herum, da wo alles dann nicht stimmt, wo die Briefmarke schon gefälscht ist und um den Brief herum natürlich auch noch alles mit drum herum. Ja, interessant sind natürlich, wie schon erwähnt, auch Briefe mit Inhalten. Hier bei Vorfehlerbriefen hat man meistens den Inhalt mit dabei, weil die auf der Rückseite gleich noch alles mit dazu schrieben. Da hat man den Inhalt mit dabei, jetzt in diesem Fall zum Beispiel nicht. Und hier steht auch eine Beschreibung. Hier Französische Revolution, 1789, siebtes Jahr der Republik, Zirkular 1555 des Direktors des Innenministeriums über ein Gesetz bezüglich des stattlicher Erklärung, Poststempel Grenoble 37. Passt alles. Und da wären wir jetzt schon beim Thema Social Philately, ein beliebtes neues Sondergebiet der Philately. Und da geht es darum, über die rein Philately, ich lese einfach mal vor, weil das so schön geschwollen hier geschrieben wurde, wo ich das rausgesucht habe, über die rein philatelistische und postgeschichtliche Betrachtung, Geschichte und Geschichten zu erzählen, also zum Beispiel über einen Menschen, eine Familie, ein Unternehmen, einen Ort oder ein Ereignis. Ja, wie gesagt, die erzählen Geschichte und Geschichten über Menschen, Familien und ist natürlich dann besonders interessant, wenn da berühmte Persönlichkeiten, wie wenn jetzt das ein Brief an Napoleon den Ersten wäre, wäre es natürlich interessant. Und wenn jetzt Napoleon der Erste den hier auch noch eigenhändig geschrieben hätte oder schreiben hätte lassen, zumindest mit seiner Unterschrift, der hatte ja, glaube ich, so ein N. Hier haben wir jetzt eine echt gefälschte Napoleon-Unterschrift sozusagen. Dann ist es natürlich ganz besonders interessant. Ja, das war es dann schon wieder mit zum Thema kleine Einführung, zum Thema Briefe sammeln. Ich glaube, die kleine Einführung allein hat schon gezeigt,
Wie komplex das Thema ist, das kann man natürlich ungemein weitertreiben. Ja, vielleicht, weil ich Luftpost erwähnt habe, Schiffspost ist natürlich auch noch ein Thema, das habe ich ganz vergessen, sehe ich jetzt gerade. Das ist gerade bei alten Briefen natürlich interessant, mit welchem Schiff wurde das Ganze transportiert, etc., etc., etc. Ja, man sieht, es ist sehr komplex, sehr interessant. Ich hoffe, es ist vielleicht für den einen oder anderen reinen Briefmarkensammler unter euch auch eine kleine Anregung, ein bisschen mehr Briefe zu sammeln. Da muss ich mich jetzt auch ein bisschen kritisch betrachten. Ich bin auch mehr Briefmarkensammler. Aber ein bisschen, wenn ich einen schönen, interessanten Brief entdecke, dann lege ich den natürlich zur Seite. Und ein Gebiet habe ich ja angefangen, so das Thema Briefe und Ansichtskarten aus dem Krieg in Deutsch-Südwestafrika, also gegen den Nama- und Herero-Aufstand 1904 bis 1908. Zu dem Thema, wenn ich da mal was halbwegs günstig kriege, das ist relativ schwer, da was günstig zu kriegen, dann sammle ich das jetzt ein bisschen und kann ich euch vielleicht auch mal noch demnächst, habe ich auch schon irgendeinen anderen Film vorgestellt, mal vielleicht mal wieder vorstellen und auf das Thema eingehen. Das ist nämlich ein sehr interessantes Thema. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Film gefallen hat, bitte liked ihn mit erhobenen Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare und ganz besonders freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Da rufe ich ganz laut Juhu, Juhu, Juhu. Ja, dann verweise ich vielleicht noch kurz auf unseren Online-Shop www.günstig.com. Da gibt es auch viele Briefe, Karten und so weiter neben Briefmarken, also insgesamt sind es mittlerweile schon über 10.000 Artikel zu entdecken. Dann sage ich auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Marathon. Ja, und hoffentlich wird das Wetter besser. Und ja, ganz am Schluss noch das Allerwichtigste, die 3G-Regel für euch. Wünsche ich euch herzlichst Gesundheit, Glück und Geld. Auf Wiedersehen.